meine Top 5 Plugins für OBS, die euch das Leben etwas erleichtern könnten und mir mein Leben erleichtert haben, zeige ich in diesem Video. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit. Falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, so lasst doch gerne ein Abo da. Es supportet den Kanal, unterstützt mich und es ist kostenlos. Also warum auch nicht? Außerdem würde ich mich über einen Kommentar sehr, sehr freuen, denn das regt den Algorithmus etwas an und durch eure Informationen kann ich natürlich auch nur besser werden. Also vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Mein erstes Plugin, was ich jetzt seit kurzem nutze, ist OBS RTX Super Resolution V1.2. Was macht das Ganze genau? RTX Super Resolution kümmert sich darum, dass eure Kamera, falls ihr die in Full HD in OBS eingespeist habt, auf 4K upscaled, ohne dass ihr Qualität verliert. Ich zeige euch da mal ein Beispiel zu. Habt ihr also das Plugin nun installiert, habt ihr die Möglichkeit, eure Kamera erstmal passend einzubinden. Ich nutze in meinem Fall hier ein Canvas von 4K, also eine ganz normale 4K-Auflösung. Könnt ihr euch auch mal gerne angucken in den Einstellungen. Falls ihr das noch nicht eingestellt habt, so könnt ihr das auf jeden Fall auch tun unter Video. Und dann könnt ihr hier die Basisleinwand auf 4K anpassen oder Ultra HD in dem Fall. Und dann sind wir durch. Also heißt das, ich habe jetzt eine komplette Leinwand in 4K oder Ultra HD. Ja, wie man es dann auch schimpft, ist ja auch okay. Und dann habt ihr dieses Plugin installiert und habt ihr das installiert und habt das hier jetzt verfügbar. Das findet ihr nämlich als Effektfilter. Geht ihr hier auf Plus und Super Resolution. So könnt ihr hier unter der Filterfunktion noch ein paar Sachen einstellen. Ihr habt einmal die Möglichkeit, None einzustellen, also für gar nichts. Dann einmal NVIDIA AI Super Resolution, was sehr GPU- und VRAM-hungrig ist. Also wenn ihr eine 4090 habt, dann testet es gerne. Bei mir geht das schon in den Knie, wenn ich es anklicke. Und dann haben wir NVIDIA Upscaling für Light Version mit wenig GPU- und VRAM-Nutzung. Und das nutze ich zum Beispiel. Dann habt ihr noch die Möglichkeit mit AR Artifact Reduction die Artefakte beim Skalieren einfach mal ja, auszublenden im Grunde genommen. Weil manchmal ist es ja so, wenn ihr kleinere Auflösungen hochskaliert, dann habt ihr Artefakte oder es bilden sich Artefakte. Und dementsprechend könnt ihr auch noch einen Haken setzen. Dann geht ihr hier auf AR-Mode und im AR-Mode könnt ihr 0 oder 1 wählen. 0 ist das Bild so, wie es ist und 1 macht ja, so eine Art Soft-Skin, könnte man ja auch mal testen, beziehungsweise testet auch gerne selber. Ich in meinem Fall nutze einfach 0. Dann habt ihr soweit den Filter ready. Im Scaling müsst ihr natürlich gucken, wenn ihr mit einem Full-HD-Bild reingeht und wollt auf 4K, dann braucht ihr ein Upscaling von 2, im Grunde genommen. Also habe ich hier auch 2 mal stehen. Und wenn ich jetzt hier auf das Auge klicke, Leute, zack, dann wird mein Bild größer und ich habe wirklich die identische Qualität. Ich weiß nicht, ob das so gut im Video rüberkommt, aber ich habe die identische Qualität wie in Full HD. Es wirkt einfach super und ich check das nochmal. Guck mal hier. Das ist das Full HD Bild und das ist das 4K Bild und es, ja, ich sehe keinen Unterschied. Was der Vorteil jetzt für euch natürlich ist, Leute, ja, wenn ihr YouTube-Videos produziert oder in Zukunft in 4K streamen wollt auf YouTube oder auf Twitch, weil Twitch bietet das in Zukunft ja auch an, so könnt ihr erstmal eure Kamera upscalen, ohne dass ihr neue Hardware kaufen müsst. Also ein mega geiles Plugin. Kommen wir nun zu Plugin Nummer 2. Und Plugin Nummer 2 ist Source Clone. Vielleicht kennt ihr eine oder andere Source Clone schon und wenn nicht, dann stelle ich das jetzt gerade mal vor. Was macht Source Clone? Wie der Name schon sagt, es klont Quellen. Und das ist wirklich gut, Leute, denn schließlich ist es so, das eine oder andere Mal braucht ihr mal eine Kamera oder euer Kamerabild in einer anderen Perspektive oder in einer anderen Darstellung und so weiter und so weiter. Und das Ding ist, ihr könnt nicht immer eine Kopie von der Kopie von der Kopie machen, sondern wir machen einfach nur einen Basic-Klon, also eine Basis, die wir schaffen, aufgrund der Basis, die ihr schon habt. Versteht ihr, was ich meine? Bisschen weird, aber ich zeige euch das jetzt einfach. Und zwar habt ihr in OBS jetzt zum Beispiel eure Kamera und ihr könnt jetzt hier nun einen Filter setzen. Ja, nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier irgend so ein Advanced-Filter, ja, und machen dadurch das Bild rund oder klein oder groß oder was auch immer. So, in dem Fall habe ich jetzt ein rundes Bild. Ja, aber das habe ich mit meiner Main-Kamera gemacht. Ja, scheiße, wie mache ich das jetzt weiter? Also ich müsste nochmal meine Kamera jetzt irgendwo hin platzieren, damit es richtig funktioniert. Also lassen wir das mal weg und machen einfach irgendwo eine neue Szene. In dem Fall hier, keine Ahnung, Gaming. Ich habe ja meine Basic-Kamera. Oh, Gaming habe ich schon. Ich gehe dann hier also in Gaming. Gehe dann mit der rechten Maustaste hier auf Quellen, gehe auf Hinzufügen und gehe dann auf Source Clone. Sage dann okay, ihr könnt natürlich das Ganze noch benennen. Suche jetzt meine Kamera. So, und da habe ich jetzt meine Kamera und ihr könnt jetzt hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar, wollt ihr das Audio der Kamera mitspiegeln oder wollt ihr das Ganze nochmal buffern? Ja, oder einen aktiven Spiegel draus machen? Aktiv ist eher, wenn ihr eine Quelle klont, also so eine Bildquelle oder eine Animationsquelle, aber keine Kameraquelle. Die ist dann grundsätzlich aktiv. Also lasst einfach alles so, wie es ist.
und sagt dann, okay, ihr habt jetzt also nun von eurer Kamera einen Klon. Und jetzt können wir hier einen Filter aufsetzen, was ihr dann halt wollt. Zum Beispiel, ja, den Advanced Mask Filter, da komme ich jetzt oder später nochmal drauf zurück. Und mache hier jetzt meine Facecam fertig. Ich habe hier also nun meine Facecam, aber ich tangiere nicht meine Main-Kamera. Die bleibt nämlich so, wie sie ist. Im Grunde genommen ist also ein Klon dafür da, dass ihr aus einer Basis, die ihr schon geschafft habt, einfach was Neues zaubert, ohne die Basis überhaupt anzufassen und ohne die Basis zu verändern. Also Source Clone, nicht nur für Kameras, auch für Quellen allgemein zu kopieren, ist mega geil. Ich nutze das Ende nie und es spart Unmengen an Ressourcen. Man glaubt es gar nicht. Also es ist nicht so ressourcenhungrig, wie wenn man eine Kopie einer Kopie macht. Und wie eben angesprochen, kommen wir dann also auch gleich schon zum Plugin Nummer 3, einer meiner Lieblingsplugins, und zwar Advanced Mask. Advanced Mask macht Folgendes, Leute. Es kann eure Kamera oder je nachdem, was ihr da gerade benutzt oder ein Bild oder Gaming-Szene oder keine Ahnung, in eine Form schmeißen. Und Advanced Mask ist so komplex, dass es dafür auch am besten ein eigenes Tutorial gibt. Und ich habe dazu eins gemacht. Also hier irgendwo findet ihr den Link. Ja, dann guckt ihr einfach da mal rein. Nochmal zur Erklärung. Advanced Mask kann eure Kamera-Shapes anpassen oder euer Bild-Shape anpassen. Und nicht nur das, ihr könnt dann noch viel, viel mehr mitmachen. Aber wir holen uns mal ein kleines Beispiel. So, wir sind also nun hier bei mir wieder meine Kamera. Ich gehe hier auf Filter und nutze dann hier unter Effektfilter einmal die Advanced Mask und sage okay. Und das Erste, was jetzt passiert ist, mein Bild schrinkt. Ja, weil hier schon eine Aufgabe bzw. eine Maske angesetzt wurde. Ich habe die Möglichkeit, hier oben eine klassische Alpha-Maske zu nutzen oder eine Adjustment-Mask. Da geht es darum, dass so Farben und Kontraste und so weiter über die Maske eingestellt werden und nicht über einen separaten Filter. Wir gehen hier nochmal zu Alpha-Mask, weil das ist so das, was am meisten genutzt wird und können dann hier zum Beispiel den Mask-Typ auswählen, in dem Fall ein Shape, also praktisch eine Form. Und im Shape können wir jetzt aussuchen, Rectangle, also ein Rechteck, wir können einen Kreis nehmen, wir können eine Ellipse nehmen, wir können ein Polygon nehmen und so weiter und so weiter. Hier weiter unten habt ihr noch weitere Einstellmöglichkeiten. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hier das Center verschieben, also da, wo euer Gesicht ist, solltet ihr das dann schon positionieren. Oder hier Y, ja, also eine Y-Achse hoch und runter, bis ihr das Gesicht intus habt. Dann könnt ihr das Ganze hier noch rotieren, ja, dazu habt ihr auch noch eine Möglichkeit. Ihr könnt mehrere Ecken hier gerade bei dem Polygon einstellen. Ihr könnt das Ganze auch abrunden, vergrößern, verkleinern. Also ihr habt so viele coole Funktionen, ihr müsst da mal ein bisschen dran rumspielen. Ihr könnt das Ganze sogar auch noch animieren, wenn ihr wollt, natürlich nur in Kombination mit einem anderen Filter oder mit einem anderen Plugin, da komme ich gleich noch drauf zu. Aber Advanced Mask, Leute, ist wirklich ein sehr starkes Plugin und einer meiner Lieblingsplugins, die ich auch regelmäßig in Nutzung habe. Kommen wir dann jetzt zu Plugin Nummer 4. Plugin Nummer 4 ist bei mir der OBS Shader Filter. OBS Shader Filter, die gibt es schon etwas länger, früher unter StreamFX zu finden. Mittlerweile ist StreamFX ja ein kostenpflichtiges Plugin. Die haben also praktisch aus ihrer kostenlosen Geschichte was kostenpflichtiges gemacht. Und der Programmierer hinter dem OBS Shader Filter, also Excelrio, hat gesagt, nö, wie das wohl weiterhin kostenlos bleiben, also bauen wir jetzt was Eigenes. Ich glaube, so war das ungefähr in der Geschichte. Und OBS Shader Filter, Leute, macht Folgendes. Ihr habt also die Möglichkeit, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Effekten und Filtern zu arbeiten. Und ihr seht das hier schon anhand der Vorschau. Ihr habt so viele coole einzelne Effekte, die ihr praktisch in eure Maske einbinden könnt, also in eure Kamera oder in ein separates Bild oder. Also ihr habt wirklich viele Möglichkeiten und ich zeige euch jetzt mal ein kleines Beispiel. Wir gehen also wieder hier in unser Canvas, gehen hier mein Videoaufnahmegerät auf Filter. Wir haben immer noch die Advanced Mask an und wir wollen, dass die Advanced Mask jetzt so ein bisschen arbeitet. Also kann ich jetzt hier unter Effektfilter rechte Maustaste hinzufügen und hier User Defined Shader auswählen. Das ist nämlich das Plugin. Wir sagen dann okay und können dann hier Use Effect File oder Load Shader Text from File anklicken. Und sobald ihr das macht, geht ihr hier auf Durchsuchen und könnt jetzt eine Vielzahl an Filtern benutzen. Unfassbar, Unmengen an Filtern. Und es wird auch regelmäßig mehr mit jedem Plugin, was dazukommt. Und diese Filter wiederum kann man auch wieder animieren oder sind schon animiert. Also man muss da so ein bisschen dran rumspielen. Ich nutze ganz viele davon. Also wenn ihr das mal sehen wollt in live, kommt doch mal gerne auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Nur so am Rande, ja? Twitch-Kanal in der Videobeschreibung. Okay, so, und wir nutzen jetzt einfach ganz unten den VHS-Filter, den finde ich nämlich richtig nice. Und jetzt seht ihr schon, dass mein Bild im VHS-Look ist. Und nicht nur das, ihr könnt jetzt diverse Einstellungen noch vornehmen in diesem VHS-Look. Ihr könnt also die Größe der Wellen definieren, ihr könnt
hier nochmal das Offset definieren, also wie weit wo was hin ausstrahlt. Ihr könnt hier noch zusätzliche Linien hinzufügen und. Also ihr könnt hier wirklich eine Menge dran rumspielen, bis das gewünschte Ergebnis auch da ist. Also Leute, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn ihr dazu ein komplettes Tutorial haben wollt, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, wie zu jedem anderen Plugin, weil da ist ein Tutorial pro Plugin auf jeden Fall machbar, nur so am Rande. Also schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Mega geiles Plugin, Shader-Filter von Exeldrio, vielen Dank dafür. Wie soll es auch anders sein, mein Platz 1 der Filter und damit auch der letzte Filter, das habe ich mir jetzt aufgespart für das Video, dass das der letzte Filter ist, ist Move. Und Move gibt es mittlerweile in der Version 3.1.0. Move gibt schon eine ganze Weile, diesen Filter, und Exeldrio, wieder mal, ja, der Programmierer, hat ziemlich viel Herzblut da reingesteckt, diesen Filter zu erweitern und zu verbessern. Mittlerweile ist Move nicht nur ein Filter, der irgendwas von A nach B schiebt. Nein, Move kann wirklich viel, viel mehr. Da bedarf es tatsächlich einen ganzen Grundkurs, überhaupt ja ein Tutorial dafür zu machen. Aber ich zeige euch mal eine Kleinigkeit. Wir gehen hier also nun wieder in unsere Funktion oder beziehungsweise in unser Canvas. Wir haben ja immer noch Advanced Mask da drin, Leute. Und ich gehe jetzt hier auf den Filter und mache jetzt einfach mal den User-Defined Shader aus und gehe hier mal auf die Maske. Und was ich jetzt gerne hätte, ist, dass sich diese Maske permanent dreht. Und dafür kann man zum Beispiel Move benutzen. Also gehen wir hier rein, rechte Maustaste auf unseren Effektfilter, sagen hier Move, in dem Fall Value. Und ihr seht schon, wir haben hier mehrere Sachen. Wir haben Move Action, Move Source, wir haben Source Swap, Value und Video Catcher und Transition Override. Wie gesagt, ich könnte dazu was sagen, aber es bedarf eines riesen Tutorials. Wenn ihr das sehen wollt, Kommentare, Leute. Kommentare, Kommentare. So, also wir gehen jetzt hier auf Move Value, weil wir wollen einen Wert ändern. Und sagen dann in diesem Filter, dass ich gerne von Advanced Mask irgendwas ändern möchte. Also nehme ich mir jetzt hier die Settings. Und ich bekomme jetzt mit GetValue alle Settings, die ich aktuell eingebunden habe. Wenn ich jetzt MoveValue nochmal nutze, ich mache jetzt noch eine Kopie davon, und das gleiche nochmal benutze, ihr müsst dann hier einmal ganz kurz nochmal reingehen und nochmal auf Get, können wir jetzt eine Art Rotation verbauen. Ich gehe hier also auf den ersten, sage hier bei Rotation minus 360, gehe hier auf Move Value 2 und sage hier Rotation plus 360 und so haben wir eine Drehung schon mal intus. Und jetzt müssen wir nur zusehen, dass immer alles Mögliche abwechselnd läuft. Wir sagen also hier, dass der nächste Move Move Value 2 ist und bei Move Value 2 sagen wir, dass der nächste Move Move Value 1 ist. Ihr habt nämlich die Funktion, auch andere Filter anzuditchen, ja, oder simultan laufen zu lassen, aber wie gesagt, da muss man mehr zu machen. Wir können jetzt natürlich noch Folgendes tun, wir können jetzt noch die Duration-Zeit ändern. Ich sage beim zweiten 0, dass er sich wieder zurücksetzt und bei dem ersten sage ich einfach, ja, komm, mach mal hier irgendwie 5000, ziemlich lange Zeit und gehe jetzt auf Move. Und jetzt seht ihr hier schon, ich habe hier ein rotierendes Canvas. Es stoppt jetzt immer, weil wir jetzt hier noch die Möglichkeit haben, was Smoothes einzubauen, ein Easing. Ja, das heißt also schnell rein, langsam wieder raus oder andersrum. Das Easing können wir jetzt ausmachen und dann bleibt es hier konstant in der Rotation. Ihr seht, Mindblowing University, was man heutzutage alles mit OBS machen kann, absolut fantastisch. Also alle Plugins, die ich euch heute gezeigt habe, sind Favoriten, die ich regelmäßig tagtäglich nutze und tatsächlich auch für meine weiteren Videos und für die alten Videos auch immer genutzt habe, weil das sind Dinge, die werden nie alt und nie schlecht. Wie gesagt, Super Resolution jetzt ganz neu dazugekommen. Mega geil, gerade für die zukünftigen Auflösungen, statt einer Kamera zu kaufen, haben wir Super Resolution. Dann haben wir noch die anderen Filter, die ich euch genannt habe. Checkt auf jeden Fall nochmal das Video aus. Und alle Filter, die ihr jetzt gesehen habt oder alle Plugins, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Das Ganze könnt ihr dann euch einfach runterladen, installieren und selber benutzen. Und natürlich, wie gesagt, freue ich mich auf Kommentare, wenn ihr also zu einem jeweiligen Plugin wirklich ein Tutorial benötigt, braucht oder es auch sehen wollt, also wirklich eine richtige Reihe, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Wenn euch also nun das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Braucht ihr auch natürlich noch einen Klick auf der Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also bis dahin. Ciao.